Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge zu Dragon Quest Monsters und der dunkle Prinz. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dragon Quest Monsters. Jo, und letztes Mal sind wir hier in den zweiten Kreis der Schlägerei reingeraten. Nehmen jetzt an einem Wettrennen teil, um der Lokalmatador zu werden. Und dafür müssen wir jetzt in diesem Labyrinth, was hinter uns wartet, einen Stab finden. Ich würde sagen, einfach direkt rein. Warum reiche ich immer mit einer Sequenz? Okay, alles, was hier drinnen rumschweift, kennen wir schon. Das heißt, wir können die Monster ignorieren. Hier rennt ja nicht mal ein Metallschleim rum. Festkiste. So, weiter. Muss er ja mal kurz vor der Tür weglocken. Geil. Meine Güte, jetzt geht mir doch mal aus dem Weg. Ich habe kein Interesse an euch. Wirklich null. Ein bisschen Riechsalz. Ah, toll, jetzt habe ich wieder so ein Ding von der Nase. So, hier jetzt wieder runter. Also ich muss schon sagen, ne, diese Frostnebelviecher, die gehen mir langsam echt auf die Nerven. Die laufen mir gefühlt jede 5 Meter ins Gesicht. Langsam nervt's. Why? Don't they know that this competition's for locals only? We can't let them trifle with us. Chocolate. Good. Outsiders. Bad. Well, no one's around. What say we cut them down to size? Look out! Here they come! War doch klar, dass wir hier nicht ohne Kampf durchkommen. So, ich gebe mal ihm weißen Elixier. Geschützt deine Verbündeten, das ist ja schön, aber ich habe sowieso auf dich gezielt. Nur bei der Schwächung hat es mich jetzt gerade ein bisschen genervt. Quetsch. Verstärkt mir Quetsch sogar noch. Er hat sich geopfert, um seine Verbündeten zu stärken. Riechen Zauberwasser tut gut. Oh, beide tot mit dem Quetsch. Underestimated outsiders. You worthy. Won't block you. Let's get moving. The race is still on. Ich will ja nichts sagen, aber der Golem war unter denen doch der größte Lauch.
Ich passe aber erstmal eben kurz ein bisschen von den Olefiolen. So, dann habe ich wieder ein bisschen was an MP. Lasst mich. Böse. Ich habe kein Interesse an euch. Okay, ich bin jetzt auf Ebene 2. Noch da ist alles uninteressant, was rumläuft. Ich glaube, die Mitte wäre uninteressant. So, wie sieht es bei E3 aus? Auch alles gleich. Ich wette mit euch, dieser Wolken-Heini, der wird noch irgendwie dazwischen funken. Zu 100% wird er dazwischen funken. So, da kommt jetzt bestimmt der Akteur. Four of a kind. Oh. Tally up another win for me. This really is the best job I've ever had. I mean, it's barely a job at all. No one ever comes for the cupcake cane anyway. Who are you? You're not here for the cane, are you? Well, that won't fly, mister. If you take it, I'll lose my job. Then I guess it's finally time to earn my keep. Put him up. Okay. Guck mal, dass ich erst die Ads wegmache. Also die Gaffer. So, ein bisschen heilen. Einen Gaffer sind wir schon mal los. Den zweiten auch. Quetsch. Och nee. Er hat später als nächstes noch von ihm. Krack! Hauswirbel! Tod! Tod und Verderben! Also ich muss schon sagen, außer bei den Bossen ist dieser EP-Bonus, den der Reichmacher bringt, absolut useless. Oh, I'm in so much trouble. Now I'll lose my job and die penniless in the gutter. I can't help but feel bad for her. I have an idea. Why don't we invite her and her friends to join us?
I knew you'd agree. Let's all go together then. Really? Oh, thank you so much. Oh, I'll work myself to the bone for you. I promise. Es kam unerwartet, dass ich jetzt jemanden benennen muss. Ich taufe sie einfach mal Vetsera. Ein Albritter, Rang 10. Psychopath hat sie als Fähigkeit. Oh, sie ist ultra stark. Ganz ehrlich, alle Punkte zuweisen und die hole ich tatsächlich sogar direkt ins Team. 10-mal besser als der Schieler. Dafür nimmt der aber 2 Plätze ein. Ach, die muss ich auch benennen. Gaffo. Wenn ich jetzt einen zweiten bekomme, wird der zweite einfach Gaffa bleiben. Das ist einfach die verbesserte Version von Sunny. Ich bekomme tatsächlich den zweiten auch noch. Now let's head to the throne back at the start line. Victory is in our sights. Ja, dann einfach zurück teleportieren, ne? Far out. You rode that wave all the way home. Killer moves, man. Just killer moves. But I'm afraid you got worked. You fell for it, hook, line, and sinker. What do you mean? Oh, it's no biggie. But that entire race was just to get you Deuterinos noodled. Before I swoop in for the easy wipeout. Now, hand over the cane. It's gonna be Claudio at large and in charge. Think you can hang 10 with me? Let's find out. Ich wusste doch, dass der uns in die Quere kommen wird. Ich habe nur ein Problem. Mein Mana ist komplett ausgereizt, ne? Also, da ist nichts mehr. Okay, bei denen konnte ich allen die Abendienste verringern. Hatte der da gerade Zauber reflektieren? Oder habe ich mich verlesen? Jetzt ehrlich an der Stelle, ne? Ich glaube, das Intelligenteste wäre tatsächlich, sich einmal komplett fertig machen zu lassen. Und hier noch mehr hinzugeben, wenn ich meine Kameraden geheilt habe, weil so macht das kaum Sinn. Wir sind hier komplett am Ende unserer Kräfte, so können wir gar nicht kämpfen. Ich lasse mich extra einmal fertig machen und dann sehen wir uns hier, wenn ich meinen Trupp nochmal geheilt habe. So, die chemische Keule ist auf ihm drauf. Bei ihm sind alle Werte unten. Oh, ich habe mit dem Faustwirbel einen Crit gemacht. Das Fiese ist, dieser Wolkmer, wenn er boostet, dann macht er auch irgendeine Komplettresistenz rein. So, erstmal Riechsalz. Der hat keine Kameraden mehr. Wolke mal ist fies. Aber ich sagte euch doch schon, direkt am Anfang, ne? Der wird 100 pro einfach irgendwie einen Dreckigen machen. Ich hab's euch gesagt.
Und ich sollte recht behalten. Und tot. I got raked over. We're so close. Now all you have to do is sit on the throne. Yep. Seems he is a cut above the rest of us. Rails last, but chocolate still good. Listen up, everyone. Say hello to the new big hitter in town. Now it'll be a piece of cake to scout the monsters round here as well. Shall we head somewhere new? After we indulge in a treat or two, perhaps? Oh? Who might that be? Salutations! Can you see me all right? My lord! I've found the Armlet of Transmutation! I'll be waiting for you in Rosehill. See you there! It would be wise to go and see Devlin now. Shall we head back to Rosehill? Erstmal kann ich ja gucken, vielleicht wir jetzt hier eine Synthese machen. Ich finde weiße Schokolade ist am besten. Oh, ja, dann zurück nach Rosenbühl. My lord! My lord! I found the armlet of transmutation! I really found it! I saw some monsters trying to lift it from a gloomy little boutique in Endor. I knew I had no choice but to unleash a mighty body slam! Kapow! And you can guess the rest. Thank you, Devlin. I couldn't ask for a better best friend. We should head to the laboratorium to see Dr. Helix Helix, wouldn't you say? Oh, magnificent! With this, I can perfect the secret of evolution. I will require some time to experiment. In the meantime, my boy, I'd like you to have this. Use it to travel further into Nadiria. Now, you go off and explore, and I will work on the secret of evolution. It seems like he'll be busy for a while. Maybe we should travel somewhere new. Na gut, ne? Gehen wir mal zum Turm von Rosenbüdern wieder. Zoom! Was hat das Pferd hier eigentlich zu suchen?
Ich kann das Pferd verstehen. So, den silbernen Portaliten hier einsetzen. Dafür muss ich erst nach Rosenbühl zurück. Ja, hier habe ich jetzt einen weiteren Bereich. Da würde ich sagen, gehe ich aber erst beim nächsten Mal hin. Hier, Kaiserschwelgerei. Ich reise nochmal zum Honigquell. So, dann würde ich nämlich sagen, suchen wir noch eben kurz die letzten zwei Monster. Also den Gockel und die Nummer 40. Ich habe hier noch kein gigantisches Monster gesehen. Eventuell bin ich dran vorbeigelaufen. Also es wird jetzt sowieso Winter. Ich brauche gar nicht die Herbstdinger versuchen abzusammeln. Jetzt kann ich ja hier auch drauf rumlaufen. Das scheint aber auch hauptsächlich nur die Mitte zu betreffen. Ich würde einfach sagen, ich warte jetzt mal die Jahreszeiten ab, die nächsten beiden. Und guck, dass ich sie dann finde, die Monster eben kurz. Also die Nummer 40 und die 188. Das hier ist auf jeden Fall das Wintermonster. Da besteht überhaupt kein Zweifel. Ja, und wenn wir dann nicht fündig werden, dann lasse ich es für heute gut sein. Also ich warte jetzt einmal, bis nächste Jahreszeit anbricht. Also Leute, ich habe jetzt hier bei allen Jahreszeiten jetzt hinten geguckt. Ich habe nichts gefunden. Aber wenigstens habe ich noch ein neues Monster aus einem Ei bekommen. Und ich taufe es Roti. Großer. Also, wie gesagt, bei Jahreszeit, ihr wisst, seht ja gerade, wo ich hier rumlaufe. Ich habe jetzt nicht die beiden Monster gefunden. Ich werde es wahrscheinlich jetzt auch nicht finden. Was wir noch eben kurz machen können. Zum einen zu den Akteuren. Wir haben sogar den letzten Akteur vergessen zu lesen. Und zu den Monstern, die wir jetzt dazu bekommen haben, noch eben kurz die Einträge zu lesen. Zuallererst Aschim. Wegen Lodas schwacher Verfassung war der in Jahren jüngere Aschim in seiner Kindheit effektiv der Anführer der Glutsbrüder. Obwohl nun alle erwachsen sind und Loda wieder das Kommando hat, benimmt Aschim sich immer noch, als hätte er das Sagen. Die Stockwächterin. Obwohl diese Hüterin des Schleckerstocks an ihrem Arbeitsplatz wohnt, ist sie nur in Teilzeit angestellt und wird noch dazu in Süßigkeiten bezahlt. Ist doch eine tolle Bezahlungsart. Wohlkümmer. Er ist der Boss auf dem mittleren Rang des Kreises des Schwelgerei. Obwohl die Welt ihn als hintätigen Ringgeschmied kennt, ist er privat die Sanftmut in Person und liebt nichts mehr als seine Enkel zu verwöhnen. Für das, was er am Ende da machen wollte, kam er mir nicht so nett drüber. Schlamitten, die eine große Menge dunkler Materie absorbieren, entwickeln diese klobigen Körper, wobei ihre glitschige Essenz dabei erhalten bleibt. Kaffer. Der Legende nach wurden sie auf dem Mond geboren, aber niemand weiß, woher diese Kreaturen wirklich kommen. Vielleicht ist es ihr großes Geschick im Umgang mit Urheit-Magie ein Hinweis? Auch das sind Rang C-Monster. Der Flammenwerfer. Brennende Kampfbrüder, die Flammen schleudern und Feuer speien können. Sie sehen zwar aus wie Hitzköpfe, aber unter der heißen Fassade haben sie ein wohltemperiertes Wesen. Albritter. Diese stolzen Räter führen ihre gruseligen Großschwerter mit Hilfe der Kräfte der Dunkelheit. Sie sind absolut gnadenlos und bereit, jeden unter ihrem Kommando niederzumachen, der sich einem direkten Befehl widersetzt. Tatsächlich sehen die Werte jetzt nicht so geil aus von dem Albritter. Und der Blufballon. Den hatten wir aus einem Ei bekommen. Bombenartige, dünnhäutige Geschöpfe. Sind sie beleidigt, schwellen sie auf eine gewaltige Größe an. Schrumpfen aber genauso schnell, sofern man sie mit geschickten Worten besänftigt. Ja. Die Riesenschleimette war tatsächlich das Monster, was hier noch gefehlt hat. Also von den Unbekannten. Den Gockel kann ich zur Not auch einfach über Synthese herstellen.
Ich glaube, das macht auch mehr Sinn. Bei dem werde ich nirgendwo hier finden. Ich habe jetzt wirklich alles abgesucht. Na gut, ich bin jetzt hier wieder im Turm vom Rosenbü. Ich würde einfach sagen, wir machen hier jetzt für heute Schluss. Ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Bis dann.